Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Rivals. Wir haben, wie ihr seht, Wengle weitergespielt. Ich muss gerade ein bisschen Sound optimieren. Moment. So ist angenehm. Ja, wie ihr seht, habe ich ein bisschen weitergemacht. Das ist auch das Einzige, was ich euch jetzt kurz zeigen wollte. Ich esse nämlich kurz was. Beziehungsweise gehen wir kurz schon mal weiter. Ja, wie ihr seht, haben wir jetzt 554.000 Punkte. Ich kann euch mal kurz sagen, je höher das die Stufe ist, kriegt man natürlich mehr. Wir haben jetzt beim ersten, nach dem ersten Rennen hatte ich 11.000, nach dem zweiten 40, nach dem dritten 137, nach dem zweiten 217 und nach dem vierten, ne, fünften ist es. 1, 2, 3, 4, ja, das fünfte. Haben wir 554.000 Punkte. Das habe ich jetzt alles mit dem Aston Martin gemacht. Der ist dafür auf jeden Fall nicht perfekt, weil er ist handlingstechnisch echt nicht so geil. Aber er ist stabil. Ich habe ihn. Wir haben nämlich ein bisschen weniger, wie es euch auffallen dürfte. Ich habe den nämlich auf Robustheit 5 gebracht und auf Beschleunigung 5. Und ich gönne mir bei dem jetzt auch nochmal Höchstgeschwindigkeit 5, weil das halt so mein Punkte-Farm-Auto ist. Weiter geht's gleich. So, für euch ist mal eine Sekunde vergangen. Für mich 10 Minuten ungefähr. Ich habe gerade noch zu Ende gegessen. Und ein Video zu Ende geguckt. Und jetzt machen wir weiter. Und zwar nicht mit diesem Auto. Wie gesagt, er ist echt nicht schnell. Er hält aber eine Menge aus. Ich glaube, mit dem Ferrari wäre ich schon 8 Mal kaputt gewesen. Wir gönnen uns heute einen Ford GT. Ich bin mir echt nicht sicher, das ist nicht der alte Ford GT, oder? Ich meine nicht. Der alte Ford GT sieht älter aus, meine ich. Wir werden es gleich sehen, wenn wir von hinten drin sitzen, weil von hinten kann ich die, glaube ich, unterscheiden. Und ich sehe gerade, dass das Ding echt teuer ist und wir danach wieder fast kein Geld haben. Und dass wir Verfolgungstechnologie brauchen, glaube ich. Oder? Ja, EMP. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall schon mal das EMP. Gönn. Natürlich schon direkt Stufe 2. Wir haben auch nur Stufe 2 irgendwie, also es ist scheinbar irgendwie niedrig, also in der Gesamtstufe niedriger das Auto. Ja, ich glaube, das brauchen wir alles nicht. Wir starten noch mit Fahndungsstufe 2. Wir brauchen 2 normale Rennen. Das würde ich sagen, machen wir das und das. Ja, hört sich gut an für mich. Meine Güte. Also ich denke mal, es gibt auch noch Rennen, in denen man besser Punkte farmen kann als das, was ich spiele. Und mein Stuhl sackt gerade mal wieder ab. Das passiert echt nicht oft. Oder, also es passiert echt lange nicht und dann passiert es stundenlang. Mit wachsender Begeisterung und ich kotze. Ich weiß nicht, warum das manchmal passiert und manchmal nicht. Ich habe keine Ahnung. Jetzt bin ich verwirrt. Könnte doch der alte sein. Boah, lässt mich raus. Wenn ich die nicht direkt nebeneinander sehe, fällt es mir immer schwer, die zu unterscheiden. Das ist auf jeden Fall nicht das Ding, in dem wir saßen. Der in dem ich saß, der war cooler. Position 1 von 1. Das hatte ich eben schon ein paar Mal, dass ich aus irgendeinem Grund keine Gegner gekriegt habe. Das war richtig beschissen, weil man dann weniger Punkte gekriegt hat. Meine ich zumindest, dass man dann weniger Punkte gekriegt hat. Aber ich habe eben halt schon quasi für jeden Drift irgendwie knapp 1000 Punkte erhalten, halt nicht nur 50. Fährt nix gut, diese. Muss ich zugeben. Also er fährt relativ stabil. Das muss man ihm ja positiv anrechnen, aber ansonsten fährt er nicht übermäßig gut. Ich glaube, wir müssen Racer mit dem EMP treffen. Das heißt, es ist ja doppelt schlecht, dass wir keine Konkurrenten haben. Weil wir die nicht damit treffen können. War okay. Also ich verstehe auch nicht, wovon das abhängt. Irgendwie. Du hast ja nicht wirklich mehr. Du hast ja nicht wirklich andere Spieler in den Rennen. Du hast ja NPCs hauptsächlich in den Rennen. Ich glaube, ich hatte noch nie ein Rennen mit einem anderen Spieler. Übrigens, ihr seht, das seitliche Rammen von Racern habe ich schon geschafft, obwohl ich keinen seitlich gerammt habe eigentlich, sondern eigentlich immer nur von hinten. Also ich habe keine Ahnung, warum ich... Ja, okay. Warum ich das überhaupt gekriegt habe, wirklich nicht. Ich bin eigentlich immer nur hinten reingefahren und dann so, ja, war seitlich. Und ich denke mir so, nein. Nein, das war nicht seitlich.
Aber für das Spiel war da... Okay, dann lenk halt gar nicht. Ich wollte gerade sagen, also wenn ich jetzt nochmal in den reinhämmer, bin ich beleidigt. Aber es ist schon gut, dass das Spiel scheinbar buggy ist und ich jetzt hier gerade nur Erster werden kann. Das ist ja unglaublich dumm. Oder habe ich jetzt gerade irgendwie einen Denkfehler? Ich glaube nicht. Bestimmt nicht. Gut, wir sind zum Glück auch gleich da, sonst wäre das hier nämlich langsam echt langweilig geworden ohne Konkurrenz. Ich muss sagen, das Rennen, was ich da eben die ganze Zeit gefahren habe, ist echt schwer meiner Meinung nach. Also das ist kein leichtes Rennen, definitiv nicht. Ja, ich hätte dem jetzt ein EMP reindrücken können, hätte aber keinen Sinn gehabt, meiner Meinung nach. Also ich muss ihn ja nicht kaputt machen und der EMP-Treffer bringt mir nichts. Ja, verpisst euch mal bitte, danke. Einen sind wir damit schon mal losgeworden, glaube ich. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass ich hier gleich kaputt gehe. Ich hätte unten lang fahren sollen, da ist nämlich ein Haus gewesen. Fahren wir halt hier lang zurück und dann ins Haus, ne? Ja, sollten wir machen, glaube ich. Danke, dass ich hier rein durfte. Hauptsächlich halt, um den Cops zu entkommen und um nicht wieder 800 Kilometer fahren zu können, zu müssen und auf die Karte gucken zu können, Alter. Dass man hier nicht auf die Karte gucken kann, ist unglaublich dumm gemacht. Hört ihr mich? Ja, okay. Oh Gott sei Dank, der Strich hat da gerade keinen Ausschlag, deshalb dachte ich, oh nö, nicht schon wieder. Ja, ja. Weiter. Garage verlassen. Und zwar dieses Mal, das hier. Ich hätte Turbo einbauen können oder sowas. Übrigens finde ich es immer noch komisch, dass man einen Turbo hat, der... Also, ihr versteht, was ich meine mit dem Turbo, oder? Der macht halt so keinen Sinn, wie er beschrieben wird. Gut, haben wir drüber geredet. Der ist halt eher wie Nitro, nur dass wir ja Nitro haben. Oh, guck mal, jetzt darf ich sogar mal gegen zwei andere fahren. Also ich werde auf jeden Fall Dritter. Gut. Ist natürlich auch dumm, aber mei. Wer will ich das hinterfragen zu dürfen? Vor allem sind die echt schnell weg, ne? Habe ich leider nicht zerstört, okay, schade. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass ich den nie wiedersehen werde. Holy moly! In den hätte ich gut reinfahren können, dann gebe ich euch absolut recht. Ich muss ja auch immer noch einen ausschalten. Und der ist echt schneller als ich. Ja, okay, nee. RIP daneben. Der Ford GT ist echt langsam. Aber es war halt das nächste Auto in der Liste. Ich hätte es tunen müssen. Und dafür wollte ich jetzt nicht noch mehr. Ja, guck mal, die Zäune kann man zum Beispiel nicht durchfahren. Ich bin jetzt absolut nicht schade darum. Nein. Glaub mir, ich wollte ja nicht in den Abgrund stürzen. Aber ich weiß halt manchmal nicht, bei den Holzzäunen kann ich die jetzt durchfahren? Kann ich die nicht durchfahren? Da bin ich so ein bisschen vorsichtig. Okay, ich habe gerade eine Stunde lang auf A gedrückt, weil ich gesehen habe, dass da so ein bisschen was ist, aber es kam einfach nichts. Ich würde wirklich gerne wenigstens noch an ihn rankommen und Erster werden. Oder ihn ausschalten, also eins von beiden wenigstens. Okay, fahr halt gar nicht weiter nach rechts, wenn ich lenke. Ich kann doch nicht 100% nach rechts lenken, Alter. Geht doch gar nicht. Jetzt bin ich doch komplett zerrissen. Das ist natürlich absolut beschissen jetzt.
weil das hier halt komplett sinnlos war. Okay, ich glaube, das mit dem Ford machen zu wollen ist absolut... Hallo, fahr doch bitte, danke. Ich möchte hier gerne runter. Ich mach das nicht mit dem Ford, geht hier. Das hat keinen... Was war das? Haben sie da gerade die Brücke gesprengt, Alter? Ich habe, glaube ich, jetzt schon ziemlich viel Zeit bei dem Ford GT vertrödelt, aber hey, ich habe ja auch ein bisschen was im Vorhinein jetzt schon gemacht, deshalb ist das jetzt nicht so schlimm, meiner Meinung nach. Gut, das heißt aber, glaube ich, dass ich nicht so viele Punkte habe, als dass ich mir jetzt noch einen teuren leisten kann, befürchte ich. Also merke Ford GT nichts zu diesem Zeitpunkt, zu schlecht, viel zu schlecht. Also der ist, ihr habt ja gesehen, ich bin überhaupt nicht hinterhergekommen. Und ich kann jetzt nicht nur noch Autos komplett auftunen und dann hinterherkommen. Eigentlich ist es ja immer so, du kaufst dir erstmal ein Auto und dann irgendwann tunst du es. Haben wir hier irgendeinen Besitz, den wir noch nicht gefahren sind, zufällig? Hier so ein Lamborghini. Der ist auch... Was ist denn ein GTA Spano? Und nie von gehört. 8,4 Höchstgeschwindigkeit. Der ist sackschnell, Alter. Hat aber nicht so eine hohe Beschleunigung. Ja, wobei auch gut, ne? Das Ding sieht halt richtig krass aus. Komm, wir fahren den. Den guten Lamborghini. Müssen uns aber schnell mal... oh, der ist sogar Level 4, Alter. EMP einbauen war es, ne? Ich meine, das war EMP. Gut, dann machen wir... Einfach das Rennen nochmal. Würde ich sagen, war das überhaupt das? Müsste das gewesen sein. Wenn nicht, machen wir jetzt halt irgendein anderes Rennen nochmal. Einfach nur, weil ich nicht auf Bronze lassen möchte. Und weil wir jetzt einfach mit irgendeinem random Auto fahren, was überhaupt nicht jetzt schon in der Zielfolge kommen würde. Aber es macht halt keinen Sinn, meiner Meinung nach, Autos später freizuschalten, die halt ultra schlecht sind. So. Okay, das Auto sagt mir was, aber ich hab den, glaube ich... Also den Namen sagt mir gar nichts. Die Endrohre könnten es sein. Auf dem Heck sagen mir halt was. Er hatte gerade nicht so viel Grip, muss ich zugeben. Holy shit, okay. Ich verstehe. Der hat Power. Wie man merken könnte. Wieder neben, ich hab den noch getroffen. Ich hab den sogar laut dem Ding getroffen. Der haut erstmal ein Turbo hier rein. Okay, vielleicht baue ich mir den auf, wenn ich den ansatzweise so hoch kriege. Au! Wie wäre es, wenn sie das nicht machen? Wieso kann ich den nicht treffen? Okay, ich bin trotzdem nicht Erster geworden. Geil. Gönnen den da. Den werden wir uns jetzt mal einverleiben. Das war jetzt nicht meiner. Danke, Cops. Danke für gar nichts. Ihr Missgeburten, ey. Achtung, alle Einheiten. Holt diesen Racer so schnell wie möglich von der Straße. Merkt man, dass ich von EMP jetzt nicht so der übelste Fan bin? Also ich finde das halt wirklich nutzlos. Kopf an Kopf rein müssen wir eh gewinnen. Machen wir mal eben, würde ich sagen.
Also der einzige Grund, dass ich das Rennen gerade nicht auf Gold gewonnen habe, ist, dass ich mich zu sehr darauf konzentriert habe, das zu wieder zu zerstören. Bin ich early. Wenn ich mich nicht so darauf versteift hätte, dass ich die unbedingt zerstören will, wäre das entspannte Runde gewesen. Ist dumm, beides gleichzeitig machen zu wollen, aber man will halt meistens zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, ne? Naja, da fahre ich mal nicht durch. Also noch 2,3 Kilometer. Ich hätte gerne eine Anzeige, wie weit ich von ihm entfernt bin. Da habe ich die auch. Ich glaube aber nicht. Ich glaube nicht, dass ich die habe. Die Kiste hier ist übrigens schon zügigst. Das ist schon schnell das Auto hier auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Meine Güte, ey. Ja, der bringt mir eh nichts. Warum hab ich's überhaupt gemacht? Kennt ihr das, wenn ihr was macht und gleichzeitig so denkt so, but why? Gut, wir brauchen ein Rennen oder einen Rivalen. Oder am besten beides. Hallo, fahr doch bitte dahin, wo ich möchte. Nur sehe ich hier gerade weder ein Rennen noch einen Rivalen. Ich hätte in das Haus fahren sollen. Zentrale, verfolge einen 1041 auf Last Stallion Ranch. Zentrale an alle Einheiten, Verfolgung eines Racers. Wir fahren einfach ins Haus, weil ich sehe hier keinen. Also ich sehe da unten irgendwo ein Rennen, ja, aber das ist schon relativ weit weg. Und da sehe ich einen Racer, aber. Ich merke auch gerade, dass ich an meinem Haus schon wieder vorbeigefahren bin. Gönn. Wir sind schon bei 17 Minuten. Ich habe noch gar nichts geschafft gefühlt in der Part hier. Oder wahrscheinlich nicht nur gefühlt. Alter Schwede, ja komm, gönn. Es sind kaum Punkte, muss ich jetzt zugeben. Garage verlassen. Gönn mal das Rennen hier. Ich muss sagen, die Cop-Karriere gefällt mir hier besser als die Racer-Karriere. Weil sie einfacher ist, hauptsächlich. Gut, wie viele Gegner gibt es? 4, habe ich das gerade richtig gesehen? Ich finde es auch gut, dass die so schnell starten dürfen und ich halt übel langsam immer starte. War auch schon wieder dumm von mir, den hier so hart, also schon wieder EMP zu wollen. Ich sollte das hier jetzt nutzen, um so schnell wie möglich Erster zu werden, sondern auch Erster zu bleiben. Natürlich werde ich nicht, wenn ich weit hinten, was auch immer da gerade passiert ist. Ich habe nicht verstanden, was da passiert ist. Ja, okay, das wird auch ein fehlgeschlagenes EMP, denke ich. Ja. Warum auch immer der Typ vor mir so schnell ist. Er ist wirklich schnell. Aber in dem Spiel kein Rubberband, oder? Also weder bei Cops noch bei Racern. Ich fahre da mal durch. Au! Fahr mir am besten nächstes Mal noch schneller rein, Bruder. Racer zerstört. Nice, haben wir hingekriegt. Und wir brauchen noch 2 EMP-Treffer, das ist auch gut. Das ist nahezu perfekt, Alter. Ein Racer zerstören bringt scheinbar 10.000, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Das heißt, ich sollte in den Rennen da mehr drauf gehen, die Racer zu zerstören. Das bringt ja schon richtig Punkte. Und wir sind hier gleich schon wieder durch. Es ist schade, dass man die Upgrades aus den anderen Autos nicht ausbauen kann. Also hier zum Beispiel EMP und sowas. Und die halt einfach hat. Das war ja bei dem alten Most Wanted so, oder?
Nicht zu dem Kopf da bitte, danke. Gut, ich wollte einen von den beiden wenigstens rammen. Plötzlich biegt der Bastard ab, Alter. Komm her, ich muss dich nur noch zweimal mit EMP treffen. Komm, den zweimal mit EMP zu treffen kann ja wohl nicht so schwer sein, oder? Ah, okay. Ich dachte, der wäre hier reingefahren. Okay, da ist scheinbar Abgrund gewesen. Woher auch immer man das wissen soll. Okay, ich glaube, ich bin gleich im Arsch. Ja, das ist nicht gut. Ja, ich habe nämlich gerade keine Möglichkeit, hier die Reparatur zu wählen. Glaube ich. Weil ich glaube, hier in der Nähe ist keine Reparaturwerkstatt. Hast du überhaupt nicht? Erzähl doch. Oh, Scheiße. Verpiss dich mal. Danke. Das ist das Gute an dem Spiel. Man kann einfach mal schnell weg. Das gefällt mir auch wirklich gut. Also scheiß auf die Punkte, ne? Aber ich will nicht geschnappt werden. Wenn man keine Punkte hat, ist scheißegal, ob man geschnappt wird oder nicht. Aber jetzt so schon entspannter. Heilige Scheiße, das Auto sieht echt beschissen aus teilweise. Je nachdem, wie gut es lädt halt. Gut. Wir müssen noch zwei Kopf-an-Kopf-Events gewinnen. Haben wir eins, meine ich? Oder haben wir das auch verloren? Und fünf Treffer mit EMP machen. Haben wir irgendwas näher? Ja, das, da starten wir mal. Da kommt gleich ein Racer vorbei. Den fordern wir heraus, schießen ihn zweimal mit EMP ab und gewinnen das Kopf-an-Kopf-Rennen. Dann sind wir fertig. Kappa. Ist der hier noch? Ja, er ist vor uns, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Habe ich das richtig gesehen? Ich hoffe. Das Problem ist, man sieht halt auf der Karte auch nicht so wirklich viel, meiner Meinung nach. Oder ich bin meistens eher verwirrt wahrscheinlich von der Scheiße. Komm, sonst sieht man doch überall im Racer. Da vorne ist er, nice. Pardo ist auch schon wieder überzogen, obwohl wir erst ein so ein Ding gemacht haben, glaube ich. Oh, Junge! Gut, lenk halt auch wieder überhaupt nicht. Au. Da ist der Kollege noch. Gut, dass er noch in der Nähe ist. Sind übrigens scheinbar nicht die Endrohre, die ich meinte. Die in der Heckklappe. Sondern die sind scheinbar im Spoiler integriert. Okay. Daneben, gut. Manchmal geht die Scheiße auch gefühlt länger und manchmal kürzer. Aber 4,2 Kilometer soll... Wo ist er hin? Ah, das ist auf der Rampe, ne? Ja. Die werden auch unglaublich schnell, unglaublich schnell. Oder liegt das an mir? Ich glaube nämlich nicht, dass es an mir liegt. Ja, fass ihn doch wieder, du bist doch voll in meinem Radius, Alter. Boom. Kilometer, ich kann ihn auch immer noch ficken, nachdem ich das Rennen gewonnen habe. Daran muss ich unbedingt mal denken. Dass ich das Rennen nicht unbedingt sofort also dass ich den nicht unbedingt sofort ausschalten muss. Au. EMP gekontert. Nein! Fuck you, Alter!
Das war Klaus. Ich habe gerade keinen Dingens mehr für den. Alle Einheiten der Code 3 Verfolgung. Da vorne kommt. Eine Werke. Kurz hier durchfahren, ihn herausfordern. Gut, ich habe nicht mal gesehen, dass er angenommen hat, aber okay. Wir sind, glaube ich, einmal im Kreis gefahren, kann das sein? Habe ich ihn getroffen? Nein. Offensichtlichst nicht, okay. Hätte schwören können, ich habe ihn getroffen, aber gut. Also ich meine, ich habe das Geräusch vom Treffen gehört, ne? Na, komm vor mich. Bang! Bang! Er kann es nicht mehr gewinnen, er ist tot. Oder wird er einfach neu gespawnt? Fände es gut, wenn ich jetzt auch einfach gewonnen hätte, weil er kann das ja legit nicht mehr gewinnen. Nur ich meine, die Bullen, also die anderen gewinnen das Rennen ja auch, wenn ich ausgeschaltet bin. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube ja. Gut. Mal wieder ein überzogener Part, aber zwei knapp 30 Minuten Parts hintereinander. Ist auch gar nicht mal so cool, muss ich sagen. Hier dürfte aber irgendwo eine Hinterschlupf sein, meine ich. Hoffe ich? Nee, Moment. Ja, ist okay in der Nähe, ne? Würde ich sagen. Heute gar nicht so viel geschnackt über irgendwas Interessantes, sondern eigentlich nur über das Spiel. Ich denke, ich werde jetzt noch ein Part aufnehmen. Gestern ist Witcher ausgefallen, das tut mir sehr leid. Allerdings, nee, vorgestern, oder? Ach, keine Ahnung. Also an dem Tag, wo ich aufnehme, auf jeden Fall, ist mir gerade aufgefallen, dass ich kein Witcher aufgenommen habe. Und wir haben es. 18.42 Uhr. Witcher kommt um 17 Uhr. Wird eng. Glaube ich. Gut. Ich will jetzt aber gerade ein bisschen das hier aufnehmen. Haben wir geschafft. Schön. Ja, ja, Punkte sind eigentlich scheißegal. Gönn, Rang, Flakierung, Verfolgungstechnologie, Upgrades, Wagen, selbstverständlich. Hatten wir den nicht vorher schon? Hätten wir vorher schon gehabt, aber egal. Offensichtlich nicht. Kapitel 6, wir sind endlich in Kapitel 6, Alter. Im Internet kursieren neue Videos eines Fahrers, der sich F8 oder Fate nennt. In diesen schickt er andere Fahrer während eines Rennens ins Verderben. Wir alle wissen, dass Street Racing brutal ist, aber dieses Maß an Gewalt unter Fahrern ist völlig neu. Fate ist angeblich ein Racer. Aber wer von uns seinen Schatten im Rückspiegel gesehen hat, erkennt seine Taktik sofort. Einige fahren um ihre Freiheit, um ihre Erlösung. Andere fahren, um ihre Aggression freien Lauf zu lassen, aus Dominanz. Fate ist keiner von uns. Er ist ein Cop. Die Polizei will uns von innen kaputt machen. Benutzen sie unsere Wagen für ihre Botschaft? Benutzen wir ihre. Heute Nacht schlüpfe ich in den Wolfspelz. Ich bringe Chaos in ihre Welt. Okay, also wir sind scheinbar Fate, aber wir sind ja auch gleichzeitig die Racer. Gut, ich glaube, jetzt klauen wir scheinbar irgendwo Kopfwagen, wie auch immer wir das anstellen wollen. Ich würde sagen, das sehen wir eventuell beim nächsten Mal, eventuell aber erst beim übernächsten Mal. Ich muss gucken, ob ich jetzt noch einmal Racer spiele. Ich glaube nämlich tatsächlich ja. Bis dahin, haut rein und tschüss!